Für die Fraktion Die Linke hat nun die Kollegin Sabine Leidig das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich staune schon über den Gestus und die Unterstellungen, die Sie hier reinbringen, also insbesondere Herr Bernschneider. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind in verschiedenen Veranstaltungen. Da bin ich echt erstaunt, weil es wäre ausgesprochen spannend, hier auch darzustellen, welche Ausgangspositionen, unterschiedliche Ausgangspositionen und welche Lernprozesse in dieser Enquetekommission stattfinden, und zwar innerhalb der politischen Lager und zwischen den politischen Lagern. Das ist eigentlich das Interessante. Das schaffe ich allerdings nicht in 5 Minuten. Und deshalb habe ich mich entschlossen, 3 Erkenntnisse zu skizzieren, die für mich persönlich in der bisherigen Arbeit der Enquetekommission sich sozusagen herauskristallisiert haben. Die erste Erkenntnis: Wir müssen überhaupt nicht über Wachstum, Ja oder Nein, streiten, sondern wir müssen darüber reden, wie wir leben wollen. Es geht jedenfalls in den hochindustrialisierten Ländern ja längst nicht mehr darum, dass mehr Waren produziert werden müssten, damit jeder und jede genug hat, sondern im Gegenteil. Es gibt Überkapazitäten in der Automobilbranche, bei der Handyproduktion, in der Lebensmittelindustrie. Die führt zu harter Konkurrenz auf dem Weltmarkt, Druck auf die Löhne, Verdichtung von Arbeit, aber eben nicht zu mehr Lebensqualität. Das globale Vermögen, also das, was nicht verbraucht wird, sondern angelegt, hat sich in den 10 Jahren seit Beginn dieses Jahrtausends glatt verdoppelt. Geschrumpft dagegen sind die öffentlichen Haushalte, sind die Realeinkommen der Mehrheit der Bevölkerung. Entscheidend ist doch, dass eine Entwicklungsrichtung eingeschlagen wird, die den Verbrauch von Natur reduziert und die allen Teilen der Gesellschaft Teilhabe an den Möglichkeiten, die diese Gesellschaften bieten, ermöglicht. Und für mein Spezialthema Mobilität würde das zum Beispiel heißen, dass die Autos kleiner, leichter und weniger werden, dass die Städte, die heute autogerecht aussehen, umgestaltet werden, damit sie künftig grüner, erholsamer und menschengerecht sind. Wenn man das gemacht hat, dann wird man sehen, ob die Wirtschaft gewachsen ist oder nicht. Entscheidend ist der Zuwachs an Lebensqualität und der Zuwachs an Nachhaltigkeit. Darauf kommt es an. Zweitens habe ich erkannt, dass es sehr wichtig ist, die Astronautenperspektive aufzugeben. Da haben wir auch Lernprozesse gemacht. Ich gucke da auch in die Runde. Und die konkreten sozialen Verhältnisse in den Blick zu rücken, ins Blickfeld. Es ist eben nicht die Menschheit, die den Globus zugrunde richtet, sondern es sind konkrete Personen, die unter ganz bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen handeln. Die Liberalisierung führte dazu, dass Investmentbanker in gegenseitiger Konkurrenz um die Kapitalanleger immer größere Risiken eingehen mussten, um kurzfristig große Gewinne zu realisieren. Wenn man dem begegnen will, dann muss man die Banken und die Finanzmärkte durch Gesetze regulieren und begrenzen. Da helfen moralische Appelle einfach gar nicht. Und diese Erkenntnis ist eigentlich in Ihrer Fraktion auch inzwischen angekommen. Ich wundere mich über Ihre Ausbrüche hier. Meine dritte Erkenntnis schließlich ist die, dass die Frage von Geschlechtergerechtigkeit, dass die feministische Perspektive eine ganz große Bedeutung für nachhaltiges Wirtschaften hat. Das heißt, dass die sogenannte Sorgearbeit, die Care-Ökonomie, in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Das ist Arbeit, die nicht auf den Markt ausgerichtet ist, sondern auf die Bedürfnisse der Mitmenschen. Das wäre zukunftsweisend als gesellschaftlich notwendige Arbeit aufgewertet werden und gerecht zwischen den Geschlechtern verteilt. Klar, dazu braucht es neue Modelle von sozialer Sicherheit, von sozialer Absicherung. Dazu braucht es kurze Vollzeit bei der Erwerbsarbeit. Heute Morgen hat der Deutsche Frauenrat seine Positionen dazu dargestellt. Die sind wirklich wegweisend. Ich finde das ganz toll. In der Diskussion allerdings hat eine Kollegin eingewandt, ich zitiere: Wir können nicht gegen die natürlichen Kräfte des Marktes arbeiten. Und da, glaube ich, sind wir wirklich an einem Knackpunkt.
Tatsächlich ist ja die kapitalistische Marktwirtschaft, was sie immer auch geleistet hat, keineswegs eine natürliche Angelegenheit. Im Gegenteil. Der ureigenste Zweck von Wirtschaften, allen Wirtschaftens, ist es, die Vorsorge, die Versorgung zu organisieren, Leben zu erhalten und Lebensqualität herzustellen. Und diesen Zweck, dieser Zweck wird zunehmend in sein zerstörerisches Gegenteil verkehrt, wenn Produktion und Konsum nicht mehr Mittel zum guten Leben sind, sondern vor allen Dingen Mittel zum Zweck der Geldvermehrung. Und an dieses Thema müssen wir ran. In der Enquete-Kommission und in der gesellschaftlichen Debatte, die, wie Daniela Kolbe schon gesagt hat, schon viel weiter ist als das, was Sie uns hier bieten. Und ich bin froh, dass es so ist. Ich glaube, die Zeit ist reif, wirklich solche grundlegenden Debatten zu führen. Und die Enquete-Kommission ist auch ein Forum, das die Gelegenheit schafft, in der Gesellschaft weiter voranzukommen und gemeinsam weiter voranzukommen. Danke.